glaube nicht, dass Sie das verstehen. Cody ist etwas ganz Besonderes. Sie arbeiten selbst in der Psychiatrie, Maggie. Sie kennen die Diagnose genauso gut wie ich. Ich habe es zuerst auch für Autismus gehalten. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es ist so, als würde sie auf etwas lauschen. Etwas, das wir weder hören noch sehen können. Das muss der arme Vogel sein. Er ist gegen die Scheibe geflogen und hat sich das Genick gebrochen. Sie sind alle ganz neugierig, was den Tod angeht. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Nein, nein, nein! Sie ist entführt worden. Ich gehe hier nicht weg, bis mir jemand hilft. Entschuldigen Sie bitte, wie alt ist Ihr Kind? Sie ist 6 Jahre. Dasselbe Geburtsdatum wie jedes dieser Kinder. Du bist nicht wie die anderen Kinder, Cody. Und das weißt du auch. Lieber Gott, bitte hilf mir. Wir holen sie da raus, Maggie. Versprochen. Eric hat diese Religion. Eigentlich ist es eher das Gegenteil von Religion. Vor etwa einem Jahr haben sie angefangen, Kinder zu entführen. Aber was hat das mit Cody zu tun? Sie ist diejenige, nach der sie so lange gesucht haben. Sie wird die Menschen zu Gott führen. Komm zu uns, Cody. Stark hat mächtige Verbündete. Heißt das, Sie haben Angst vor ihm? Er wird sie fertig machen. Versprechen Sie, sie da rauszuholen. Ich gehe erst wieder, wenn ich Cody gesehen habe. Es gibt keine zweite Chance, weder für Sie noch für Cody. Du musst dich entscheiden. Wenn du an ihn glaubst, spring. Wenn nicht, komm zu mir. Nach Ihnen.